So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und die neue Spezialforschung ist online. 15 Uhr war es soweit. Ein kleiner Team Go Rocket Film wurde auf der offiziellen Pokémon Go Seite bei YouTube gepostet. Mit Premiere, der Chat ist eskaliert, alle sind ausgerastet. Und jetzt war es soweit. Eine neue Spezialforschung rund um das Team Go Rocket ist online. Ein langer Schatten nennen die sich. Und wir müssen machen, drehe 10 Pokestops, okay, 500 EP, besiege 3 Team Go Rocket Rüpel, okay, 500 EP und fange ein Krypto-Pokémon, nochmal 500. Jetzt bin ich mal rausgegangen, wie durch Zufall, ihr seht genau hier 3 Rocket-Stops, die versuche ich jetzt mal abzugrasen. Nehmen wir mal hier mit, den drehen wir auch gleich mal, bam, da haben wir erster Stop des Tages, neue Feldforschung und auch 1 von 10 bei den Pflanzen-Pokémon und 1 von 10 natürlich bei der Aufgabe. Wir haben als allererstes ein Pflanzen-Pokémon, dann nehmen wir natürlich Feuer. Feuer. Geben das mal hier ein, nach WP sortiert. Oh mein Gott, mein Entei ist tot. Nehmen wir halt hier das und so und alles. Ich glaube, das Lavados hat nur Flugattacken oder irgendwas. Wir greifen auf jeden Fall jetzt mal an, nehmen den ersten mit. Vielleicht können wir euch auch irgendwo hinstellen oder auch nicht. Hier aufs Schild und dann fall da runter. Hey, das funktioniert sogar. Gegnerische Attacke. Wir setzen mal das Schild ein. Wir wollen nämlich Tränke sparen, damit das Pokémon nicht so viel Schaden nimmt. Hauen wir weiter drauf. Der ist schon weg. Den zweiten, den knüppeln wir auch schnell weg. Könnte man theoretisch noch, vielleicht schaffen wir es, noch ein Schild? Nee. Ach, ich muss doch die Attacke einsetzen, das ist mir jetzt zu brenzlig. Ich dachte, vielleicht fällt er noch um und ich kann die Attacke einfach beim letzten draufhauen. Wenn ich Glück habe, ist die Attacke sogar schon fast wieder voll. Nee, ist sie natürlich nicht. Glück habe ich auch nicht. Das wird nichts mehr. Aber wir haben ja noch einen Glurak mit Loherkanonade, der C-Day-Attacke. Also hauen wir da noch drauf, hauen das Tangolist noch um. Brauchen wir nicht mal eine, ach doch, wir nehmen sie mal, weil es so viel Spaß macht, die Loherkanonade mit rein. Dann laufen wir noch in den Park zu dem Insektenhotel und in die Mitte. Wir werden erst, glaube ich, erst zum Insektenhotel gehen, das ist, glaube ich, eher erschienen. Den habe ich sogar selber eingereicht. Besiege ein Team Go Rocket Rüpel, also auch fertig. Wir gucken mal, ob es jetzt auch mittlerweile diese Stücken gibt. Ja, die mysteriösen Teile gibt es also auch, ist also jetzt auch weltweit freigeschalten, nicht mehr nur für bestimmte Länder. 8 Bälle haben wir. Duflor brauchen wir eigentlich nicht, nehmen wir trotzdem mal mit. Roter Kreis, Digga, was ist da los? Ist natürlich auch eine Aufgabe, dass wir ein Krypto-Pokémon fangen. Eigentlich bleiben die relativ gut drin, 8 Bälle habe ich auch, müsste also funktionieren. Dann haben wir theoretisch schon 3 Sachen mit einmal gemacht, am nächsten Stop dann wieder und dann wieder und dann wieder. Müsste also relativ fix gehen, das erste. Fange ein Krypto-Pokémon. Wunderbar, wir bewerten es auch gleich. 15 Angriff, sehr schön. Das nehmen wir mal mit. Können wir den nochmal drehen? Das ist ja sauber, jetzt haben wir den zweimal denselben gedreht. Ziehen mal weiter, einsammeln. Gehen wir jetzt hier zum Insektenhotel. Wir laufen aber innen drin entlang den Weg und bis in die Ecke, dass ihr das wirklich seht. So, jetzt sind wir also angekommen im Park. Ihr seht, hier ist der zweite Stop. Den zeigen wir euch mal hier. Das Insektenhotel Lions International. We deserve. Den habe ich damals sogar so eingereicht. Gibt es nämlich hier außen einen. Und in der Mitte gibt es noch einen. Und den einen habe ich Lions North genannt, das ist der hier, der im Park, den habe ich Lions South Insektenhotel genannt, weil der halt südlicher ist von dem. Wir drehen den jetzt aber mal. 4 Stops gedreht und wir werden dich in den Boden stampfen, sind also Boden-Pokémon. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was gut gegen Boden ist. Wasser, Pflanze, was schlägt es denn vor? Wasser. Och, wir nehmen einfach Wasser, wir nehmen einfach Kyogre, so wie es da steht. Ist jetzt also wurscht gegen Dragosso. Obwohl Kyogre eigentlich doof ist, es braucht immer so ewig, bis es seinen Move vollgeladen hat.
Sieht aber trotzdem einigermaßen gut ab. Hält auch einigermaßen gut was aus. Natürlich kommt das Dragoso eher dran mit seiner Spezialattacke. Ich weiß gar nicht, wo ich euch hier hinstellen soll. Auf dieses spitze Dach. Da fallt ihr doch runter. Das geht doch gar nicht. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Wir bleiben aber hier stehen. Denn wir wollen den Stop dann gleich nochmal drehen. Ah. Komm, Kyogre. Das schaffst du noch. Und beim dritten machst du die Hydropumpe im Regen. Weil du einfach so heftig der Boss bist. Ich habe da immer gewischt wie ein Blöder dabei. Reicht es sogar, wenn man mit dem Finger einfach drauf bleibt und einfach die Spur nachzieht. Ein Libeldra! Muss das denn sein? Ist aber auch kaputt. Mit einem Kyogre alles niedergemacht. Da habe ich Glück gehabt. Wenn der dritte Stop dann Relaxo ist, dann bin ich am Arsch. Besiege 2 von 3. Go Rocket Rüpel. Das Dragoso fangen wir, glaube ich, auch fix. Müsste eigentlich besser sein als... Was hatte ich denn vorhin? Habe ich schon wieder vergessen. Genau, vorhin war ja Duflor Weiterentwicklung, deswegen war das richtig brutal. Jetzt aber hier Dragoso. Da werfen wir einfach so drauf und das bleibt hoffentlich drin. Dann gehen wir noch zur Mitte, zum Denkmal und gucken, ob wir da den letzten Stop mitnehmen können. Boom! Ist im Sack. Ich hab's doch gesagt. Wir laufen. Das können wir auch kurz bewerten. Nee, nix. Hey, wieso kann ich den Stop nicht drehen? Habe ich so lange an dem anderen rumgewühlt, dass 5 Minuten vergangen sind? Wir laufen auf jeden Fall jetzt nochmal rein. In die Mitte suchen uns den dritten Rüpel. So, da sind wir auch angekommen am dritten Rocket Stop. Wir wischen mal hier ab und hoffen, man sieht noch was. Das also Luise im Schlosspark. Seht ihr die Luise? Meine Gute, da drehen wir auch mal. 5 von 10. Und wir haben Feuer. Das ist genial. Wir nehmen einfach das vorgefertigte. Normal hätte ich jetzt wieder Kyogre genommen. Aber das ist ja, ne, das müsste so ja auch gehen. Und Duster ist da. Wir wissen nicht. Wollen wir euch wieder irgendwo abstellen? Eigentlich müsste es ja fix gehen. Oder wir laufen mal darüber, wo die Bank ist. Keine Ahnung. Ich gucke gar nicht, was ich hier mache. Okay, Hunduster ist tot. Wir laufen mal darüber zur Bank. Weil es bringt ja nichts da zu warten. Weil der bestimmt nicht nochmal drehen geht. Wir aber dann hier vorne durch den Park laufen können, um noch ein paar andere Stops mitzunehmen. So, jetzt haben wir hier nochmal drauf. Den nehmen wir noch einmal mit. Das ganze Display ist schon nass. Schmiert einfach nur noch rum. Ist aber egal. Denn sehr effektiv, das geht down. Wir stellen euch hier ab. Guckt euch das Handy an. Sieht man nicht. Wunderbar. So. 500 Staub. Ein mysteriöses Teil. Also das ist richtig genial, dass das jetzt überall wirklich verfügbar ist. War ja gestern noch nicht so. 9 Bälle und ein Glutexo. Wieder also eine Weiterentwicklung. Ah. Ist auch drin im ersten Ball, komischerweise. Ist gar nicht so hartnäckig, wie ich dachte. So, Glutexo brauchen wir nicht. Was haben wir jetzt noch? Drehe 10 Pokestops, das machen wir gerne. Du hast ein mysteriöses Teil entdeckt. Hier seht ihr dann auch das Lions Sauf Insektenhotel, was aber von mir nicht durchging, weil die anderen das schon gedreht haben, eingereicht haben und es von den anderen schon durchging. Wir laufen jetzt heim, drehen bis dahin noch ein paar Pokestops und machen den Rest zu Hause. So, der Ramses, der lügt schon wieder. Von wegen, der geht nach Hause und macht den Rest zu Hause. Als ich mich rumgedreht habe, war nämlich die Luise schon wieder blau. Luise, die Säuferin. Wer kennt sie nicht? Ne, den habe ich also noch gedreht. Hab mir dann gedacht, ich gehe einfach zum Strich. Zum Strich, wo wir auch immer den C-Day starten. Jetzt sind ja nochmal 3 Stops. Komischerweise stehe ich hier in der Gasse, obwohl ich eigentlich direkt an diesem Stop hier stehen müsste. Wir drehen die 3 auf jeden Fall nochmal. Stadtmuseum. Richtig behinderte Leute. Er bewegt sich nicht. Lauf doch. Lauf ein Stück. Könnt ihr mal den Hotspot ausmachen überhaupt. Stadtmuseum. Denkmal am Museum.
Und jetzt müssen wir trotzdem wieder zurück zur komischen Wetterstation. Da sitzt noch ein Alola Radfratz. Jetzt hat sich's aufgelöst. Wollte wohl nicht. Hat gedacht, ich sehe es nicht. Ne? Wetterstation müsste dann die Nummer 9 sein. Boom! Und jetzt laufen wir hier runter mit der Überblendung. Wir drehen die gelbe Arena. Wir lassen die blaue in Ruhe, wir drehen die gelbe zum Überschnitt und melden uns dann nochmal, wenn wir die Belohnungen abholen. So, und dann sind wir auch schon wieder zu Hause angekommen. Obwohl der immer noch irgendwo rumrennt, der Typ. Wir gucken aber mal, wir holen hier ab 500 Erfahrungspunkte, 1000, 1500, nochmal 500 Sternstaub, 10 Pogebälle und wie viele Bären waren es? Auch nochmal 10 Himbeeren. Nehmen wir mit, das war's von Kapitel 1. Wir sehen uns wieder in Kapitel 2. Ist nämlich logisch, nach 1 kommen 2. Habt ihr auch schon Kapitel 1 gemacht? Sicherlich, bestimmt gestern. Ich mache das aber morgen. Heute habe ich es zwar schon gemacht, aber ich lade das morgen erst hoch. Und wir müssen ja dann eh warten. Das weiß ich jetzt nämlich schon. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.